wieder, euer Magic Beaver. Und ich muss euch noch was zum Double Strike Review sagen, das hier heute rausgekommen ist. Wie ich da ja schon erwähnt habe, ich habe den Double Strike Blaster von Bancroft netterweise geschenkt bekommen. Und dafür muss ich mich erstens nochmal bedanken und zweitens sagen, wir haben ja ein paar Mails hinterher getauscht und das Ergebnis ist, ich bin jetzt Bancroft Partner. Ja, und ihr braucht jetzt keine Bedenken oder Skepsis haben. Meine Meinung wird nicht gekauft mit Blastern. Ich kriege Blaster geschickt, kein Skript. Ich sage, wenn mir ein Blaster gut gefällt und ich sage, wenn mir ein Blaster nicht gut gefällt. Das bleibt, wie es war. In der Hinsicht weder Bedenken noch Skepsis. Und die Erfolgsneider, die können jetzt auch gleich wieder gehen, denn ich hatte einfach riesiges Glück, dass ich da ausgewählt wurde. Und ich kann es eigentlich auch noch nicht ganz fassen. Und ich meine, wir haben da eigentlich einen ziemlich guten Deal untereinander. Ich kriege die Blaster, ihr kriegt die Videos. Okay, ich will jetzt euch nochmal zeigen, wie riesig dieser Also das ist... Ich kann ihn ja mal schütteln. Was könnte da wohl drin sein? Das haben die mir nicht gesagt. Und seht euch das an. Seht euch an, wie riesig dieses Paket ist. Ach du Heilige. Ich weiß nicht, was drin ist. Aber meine Schwester sitzt da auch. Die will unbedingt wissen, was drin ist. In der Hinsicht werde ich den Blaster jetzt aufmachen. Freut euch mit mir. Okay, Seite auf. Ist dumm, wenn man nicht sieht, wo das aufgeht. Im Übrigen, wer sich wundert, was hier so kaputt ist, da habe ich einfach mal so meinen Namen abgekratzt. Ja, sowas mache ich. Also von daher, liebe Stalker, Pech gehabt. Warum geht das nicht auf? Das ist extra YouTuber-Nerv-Klebeband. Extra stark und nervig. Okay, jetzt kommt der Moment der Entscheidung. Was ist drin? Und wir haben hier Verpackungsmaterial. Und... Ach du Weg, wie schwer ist das? Eine Nerfcam ECS-12. Ach du... Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Nicht nur, dass der Scheiß groß ist, der hat Verpackungsmaterial drin. Das macht es... Es klebt. Das ist scheißnett. Okay, also ein großer Blaster. Was haben wir hier? Ach du Heilige. Noch mehr Verpackungsmaterial und... Was ist das? Eine Zombie Strike Longshot CS-12. Oha. Wieder ein riesiger Blaster, das wird gar nicht aufhören. Und der ist gerade runtergefallen und das ist scheiße. Hier ist noch was anderes. Ein Zombie Strike Clear Shot. Und was zum Beispiel ist das hier? Ach, auch egal. Wegstellen und das nächste. Oh, so geil. Oh. Hat sich gelohnt, dass meine Schwester sich hingesetzt hat. Hier habe ich nämlich was für sie. Einen Bogen. Was ist das für ein Bogen? Das ist ein Agent Bow. Cool. Freust du dich? Sie klatscht in die Hände lautlos und freut sich. Und ist da noch was drin? Verpackungsmaterial. Oh, es ist ein 2-Jahres-Vorrat. Ich habe da noch einen Zombie-Dart gesehen da drin. Ja, mitten im Grün. Das ist nett. Okay, also ich werde mich hier nochmal durchwühlen müssen. Also das ist... Leute, also ich darf jetzt natürlich nicht den Namen sagen, lieber Herr Bancroft, dafür verdienst du einfach nur ein Danke. Nein, das muss was Größeres sein. Es ist ein richtig dickes, fettes Danke, in Rot, unterstrichen, umrahmt und mit einem Ausrufezeichen. Genau, das verdienst du, nichts anderes. Okay, schreibt mir im Übrigen in die Kommentare, was ich denn als erstes unboxen und reviewen soll, denn ich habe da echt keine Ahnung. Das ist so viel geiles Zeug. Nochmal das Danke hier einblenden. Also, schreibt es mir in die Kommentare und bis zum nächsten Mal, hoffentlich bis zu einem Review von sowas hier. Ciao, Leute!